Hallo meine lieben Leute, euer BlueX mal wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online. Und wir beginnen den Part heute mit diesem Level mit dem Namen Red Coin Panic vom Putty, und der Weltrekord ist bei 15 Minuten 30 ungefähr. Und ja, mal schauen, ich bin gespannt. Das Level soll aus 5 Challenges bestehen und nach jeder Challenge kann man abspeichern. Na immerhin. Aber ich habe trotzdem Angst. So, ich nehme mal den Checkpoints. Dann bin ich schon mal groß. Vielleicht ist das schon mal ein Vorteil. Und das One-Up, das nehme ich mir auch. Und das da oben will ich mir eigentlich auch holen, aber das kriege ich noch nicht. Das dauert wohl noch ein bisschen. Okay, gut, dann gucken wir mal. Aber wir dürfen nicht groß sein. Okay, das ist schade. Okay, okay. So, ich muss die Powerblöcke aktivieren und dann da drüber springen. Und das mehrmal. Was? Was zur Hölle? Okay. Juhu, Checkpoint. Okay, gut. Vielleicht hättet ihr nicht aktivieren sollen. Ich gehe mal hier rein. So. Okay, hier ist der andere Checkpoint einfach nur. Vielleicht kann ich mir so eine Münze ersparen. Nee, kann ich mir nicht. Okay, gut. Dann hat er daran gedacht. Alles klar, dann gehe ich mal durch die Tür. Ja, aber ich bin wieder klein. Okay, gut. Wo muss ich hin? Ich denke, ich muss einfach die Plattform da oben nur aktivieren. Okay, und dann kommt sehr, sehr wahrscheinlich ein Stern raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da in die Röhre rein muss. Aber ich probiere es natürlich. So, nee, okay, da kommt ein Stern. Und ein Pilz. Hä? Warum Pilz? Na gut, egal. So. Aber. Hier kann ich groß rein. Hier kann ich groß rein. Daran hat er nicht gedacht. So, und jetzt, wenn ich mich beeile, bin ich hier groß. Jawohl. Okay, sehr gut. Ja, eventuell verbaue ich es mir aber so. Aber der Pilz, der kommt auch so wieder, okay. Alles klar. So, ich hoffe, das war richtig. Ja, sollte. Okay, gut. Ich glaube, hier wurde auch noch ein Mancher zerstört. Das ist ja ganz gut. So, und der hat mir irgendeinen Tipp mit den Plattformen geschrieben. Am Rand ist es besser. Naja, egal. Mal schauen, was er damit meint. Aber ich komme mir ganz gut zurecht. So, und ja. Vielleicht kommt aber der Raum noch. Aber egal. Aktuell kann ich gut ausweichen. Und uiuiui. Ich glaube, das ist um einiges schwerer. Okay. Und ich muss da unten rein. Ich muss da unten rein. Und da oben rein auch noch. Okay. Gut, das da oben sollte ich schaffen. Scheiße, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, okay. Aber hier, hier. Ein One-Up. Das brauche ich. So, und auf der Plattform. Auf der Plattform bin ich safe. Okay. So. Ja, die ist kein Problem. Und da kam kein Pilz raus. Nee. Okay, warum nicht? Egal, okay, das sollte ich kriegen, das sollte ich hinkriegen. So. Zum Glück habe ich den Pilz mitgenommen, ne? So, ich warte noch eine Runde ab. Okay. Und jetzt. Ah, muss ich noch mal eine Runde abwarten. Okay, aber jetzt. Nee, immer noch. Okay, okay. Gut, gut. Ich muss. Beziehungsweise, ich brauche das gar nicht. Ich brauche das gar nicht. Ich kann auch einfach so hochspringen, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich sollte es nicht tun. Ich sollte es nicht tun. So, okay. Gut, passt. Perfekt. Und die Münze mitnehmen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Okay, und dann kriege ich meinen Pilz, aber den verliere ich, denke ich, gleich wieder. Und das war's noch nicht mit dieser Challenge. Warum? Oh Gott. Okay. So. Hier unten ist nix. Und ich glaube, ja. Ja, ich glaube, das Level werde ich nicht schaffen. Mal gucken, mal gucken. So, ja. So, irgendwo muss ich hier Feuer finden. Ja, wo ist das Feuer? Hier, hier, hier. Von dem Goomba. Okay, ich gehe runter. So, der Powerblock müsste sich jetzt aktivieren. Hoffentlich. Bitte. Oh, das ist ein bisschen schlecht, weil der Mancher, der ist da ein bisschen hochgesprungen. Und wenn er genau in dem Moment hochspringt, wo die Bombe explodiert oder der Powerblock aktiviert ist, dann ist das ein Problem, ne? Eigentlich schon. So, ich gehe mal durch die Röhre. Denn dann hatte man einen Softlock theoretisch. So. Und ich muss alle aktivieren. Shit. Ja, vielleicht hätte ich auf die Reihenfolge achten müssen. Keine Ahnung. So, aber dass ich alle aktivieren muss, das ist klar. Vielleicht muss ich hier oben die Fragezeichenblöcke aktivieren. Nö. Okay, gut. Alles klar, okay. So schwierig ist es dann auch wieder nicht. So, aber auch hier, das war doch auch nicht der, ne. Das war doch nicht alles hier für die Münze, ne. Da kommt jetzt sicherlich noch was. Oder? Pilz, okay. Ja, und jetzt hier runter. Okay, gut. Gut, dann gehen wir mal runter. Er hat mir geschrieben, dass es 3 schwere Challenges gibt. Und ja, die war einfach. Die war einfach. Ja, also da gab es absolut keine Probleme. Okay, mal schauen, was hier jetzt abgeht. Okay. So, wir sind quasi auf einem Zug gerade. Mehr oder weniger.
Und der Turm? Ich gehe mal. Ich weiß nicht, ob ich da hochgehen muss. Ach, scheiße. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Bitte, bitte, bitte. Ja, okay. Gott sei Dank. So, und hier unten brauche ich einen P-Switch. Beziehungsweise eigentlich brauche ich einen Mancher. Einen Powerblock hier. Um den Mancher zu töten. So. Okay. Und. Ach so. Ja. Ich töte den Mancher auf jeden Fall mal. Und dann nehme ich mir noch einen zweiten Powerblock und. Ja. Kann dann theoretisch in die Röhre. Aber andererseits, das sieht so verdächtig aus, aber nö. Okay. Das sah sehr komisch aus. Da ist noch ein Pfeil, da ist noch ein Pfeil. Eventuell will er doch, dass ich das, dass ich da was baue, ne? Ich glaube schon. Ach, scheiße. Okay. Ja, ja, doch, der will, dass ich da reingehe. Alles klar, okay. Und auf diesen blöden Twomp muss ich aufpassen. So. Okay, da komme ich nicht durch, ne. So, Twomp, geh runter. Und dann sammle ich die Münzen ein. Das sollte dann eigentlich passen. Jawohl. Und jetzt muss ich hier wahrscheinlich die drei Powerblöcke draufhauen, oder? Oder nicht? Nö, muss ich nicht. Okay, sehr gut. Sehr gut, okay. Ja. Tür oder Röhre? Aber ich glaube, es ist ein Bonusraum. Okay. Oder ich brauche den Tanuki. Oder ich krieg halt dann einen Pilz dann. Das wäre doch ganz nett. Ja, ich werde zwar jetzt wieder verletzt, aber ich bin dann trotzdem noch groß, ne? Genau. Aber es gibt auch so Tricks, wie man das, ja, wie man sich das vereinfachen kann. Und wir haben jetzt noch einen Challenge vor uns. Okay. So, Checkpoint. Und ich habe einen Powerblock, aber ich glaube, der bringt mir nicht viel. So, das war die Tür, denke ich. Ja, nee, der bringt mir nicht viel. Und der Tanuki-Schwanz, der bringt mir auch nichts. Nee. So. Ach, oh, doch, ich habe den Powerblock in der Hand. Das heißt, ich kann ja schon mal welche umbringen, aber trotzdem, wie soll ich da oben hin? Ich muss ja quasi da... Ich kann doch da nicht drüber hüpfen. Das geht doch nicht. Das ist irgendwie blöd. Ich kann da oben nicht drüber hüpfen, definitiv nicht. Aber ich kann hier bleiben, okay. So. Ah ja, genau, okay. Okay, ich muss sogar hier bleiben. Okay, gut, dann geht das ja doch. So, okay, und jetzt da unten dann rein. Aber mit Konzentration, Blue. Ach, das ist wieder so gefährlich. Okay. Und dasselbe Spielchen hier nochmal, bloß mit etwas weniger Zeit nach oben. So, aber ich bin auf dem Eis, das ist unfair. So, okay. Okay, so, ich sollte nicht sterben hier. Nee. So, das passt. Und dann, das passt hoffentlich auch. Jawohl. Und dann hier hoch. Hier hoch. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, mit Geduld geht das doch sehr gut. Und das One-Up, auf das verzichte ich mal lieber. Und ich habe den Schlüssel. Und jetzt sollte ich es eigentlich geschafft haben, ne? Ich sollte es geschafft haben, dieses Wahnsinns-Level. Ja, ja, sehr gut. Okay, cool. Die Red Coin Challenge geschafft. Und ja, definitiv habe ich einen neuen Rekord. Mit First Try, ne? Ja, gut, First Try ist nicht, ne? Ich bin ganz am Anfang einmal gestorben, weil ich dachte, dass ich darüber hüpfen muss. Aber ansonsten ging das Level eigentlich schon klar. Aber es hat natürlich, es hat trotzdem sehr lange gedauert. Fast schon zu lange, aber es füllt den Part, denke ich mal, ganz gut. Aber noch nicht ganz und deswegen suche ich mir noch ein weiteres Level. So, spielen wir noch dieses Boss Rush Level von Per 1405. Und ja, ich muss 4 Bosskämpfe insgesamt besiegen oder bestreiten. Und ja, dann habe ich's gut. So, und ich nehme natürlich die Feuerblume. Warum sollte man hier den Pilz nehmen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber okay, egal. So, Feuerblume ist auf jeden Fall, denke ich, die beste Wahl. Okay, und in einigen Räumen muss ich auch gucken, wie ich erstmal aus dem Raum rauskomme. Okay, ja, ich muss den Stachelkock quasi immer aktivieren, damit er da schön sich da durch die Wand bohrt. Okay, gut. So, okay. Der Kampf ist nicht leicht, beziehungsweise, ja, das war jetzt so ein bisschen schwierig hier, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. So. So, jetzt kriege ich einen gleich ins Gesicht. Natürlich, natürlich. So. Okay, gut, gut, gut. Theoretisch könnte ich mir auch ein Power-Up opfern, um den Hammerbrone so zu töten. Vielleicht ist das sogar ganz gut so, aber egal. So, jetzt müsste ich es geschafft haben. Nein, Mario! Warum? Warum? Und ich opfer jetzt ein Power-Up. Komm, das ist mir jetzt egal. Ich opfer jetzt ein Power-Up, um diese Gegner da loszuwerden. So, diese nervtötenden Gegner. So. Und ja, ich glaube, ich habe den Kamek getötet. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann opfer ich halt noch ein Power-Up. So, ja, jetzt habe ich immerhin
zwei ultra nervige Gegner getötet und jetzt ist der Bosskampf leicht. Na, aber ich sollte aufpassen. So, jetzt kann ich rein. Jetzt kann ich rein. Der Stachelkock hat mir das Loch groß genug gemacht. Und ja, jetzt passt. Und ich krieg sogar einen Checkpoint. Sehr gut. Und Bowser Junior, hi. So, du bist doch kein Problem. Du bist absolut kein Problem. Auch hier sollte ich nicht zu voreilig sein. So. Und ich mache einfach immer Walljumps. Ne? Dann kann er mich eigentlich gar nicht wirklich angreifen. Nö. Und die Bullet Bills eigentlich auch nicht. Nö, nö. Und jetzt ist er tot. Und das war Bosskampf Nummer 2. Und Bosskampf Nummer 3 steht uns bevor. Wenn ich dann in die Tür darf. Hallo. So, danke. Endlich darf ich auch mal rein. Ins, ja, ins Schlüsselloch. So, okay. Okay. So, und das war nix. Ich muss den Mannschaft direkt treffen. So, ich muss den Mannschaft direkt treffen. So, aber ich krieg ja zum Glück 2. Okay. So. Komm, das ist doch auch nicht so schwer. Nee, okay. Perfekt, perfekt. Theoretisch hätte ich auch hier ein Power-Up opfern können. Aber nö. Mach mal nicht, ne? Und noch ein Checkpoint, sehr gut. Und so, ach scheiße. Okay, aber wir kriegen eine Feuerblume, das ist gut. Und ich muss nach oben. Ach so, okay. Eventuell geht das mit Walljumps. Oder mit dem Bullet Bill, okay. Oder mit, ja, genau. Perfekt. So, das ging doch gut. Ja, waren kreative Bosse teils. Ja. Und genau. Hat mir gefallen und ich würde sagen, ich mache noch ein Level. Bis gleich. So, dieses Level sieht doch relativ kurz aus. Zumindest könnte es relativ kurz sein. Nämlich der Wahnsinn von dem guten Nintendo Gamer. Und ja, das Level hat aber ein Freund von ihm gebaut. Allerdings auf dem Account. Okay. Und es scrollt. Okay. Gut. Ja, grundsätzlich habe ich ja nichts gegen Scrolling. Aber man muss dann mal aufpassen, ne, damit man es nicht zu langweilig gestaltet, falls man mal stirbt. Aber da die Rekordzeit bei 36 Sekunden war, sollte das eigentlich kein Problem geben. Und es gibt irgendwo einen geheimen Stern. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich den finde. So, ich glaube, der ist oben irgendwo, ne? So. Ist der hier? Ist der hier? Ist der hier? Oh, okay. Ich glaube, das sollte man hier nicht tun. Können, eigentlich. Ja, ja, jetzt skippe ich hier diesen ganzen Abschnitt. Aber Winter hat das bis ganz zum Ende gebaut. Ja, okay. Gut, dann hat er daran gedacht. Beziehungsweise, er hat Glück gehabt, ne? Aber als Levelerbauer muss man dann natürlich sagen, dass man daran gedacht hat, dass man da nicht weiterkommt. Genau, vielleicht ist aber auch der geheime Stern hier unten. Nee, ist er nicht. Okay. Gut, das hat mich dann hier verwirrt. Okay. Gut, Mario macht jetzt einen Speedrun hier mit Dreiersprüngen. Jawohl, das kann er doch gut. Und jetzt muss ich wieder runter. Ach Gott. Oh Mann, okay. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich mal so sagen. Und hoffentlich kann ich überhaupt runter. Ja, hier kann ich runter. Okay. So, und oh mein Gott. Ich wäre jetzt ausgeflippt, wenn ich gestorben wäre. Ja, wirklich. So. Mal schauen, was das hier ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nur ein Bonusraum. Oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nö. Okay. Ja. Yoshi ist immer gut. Und Checkpoint ist auch immer gut. Und hier ist der geheime Stern. Okay. Ja, den kriegt man ja relativ einfach. Beziehungsweise jeder Spieler geht doch automatisch in die Tür rein, ne? Eigentlich schon. Eigentlich schon, oder? So. Und den Bowser, den können wir natürlich ganz simpel töten. Und die Feuerblume brauchen wir nicht. Und hier ist dann das Ziel. Okay, alles klar. Sehr gut. Jawohl. Ja. Hat mir doch gefallen. Ich hoffe euch auch. Und ich würde sagen, das war's dann wieder für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer BlueX2. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Und ciao.